Herzlich willkommen zurück, weiter geht's bei Let's Play Sleeping Dogs. Ich habe da hinten gerade etwas gesehen. Ich würde ganz mal interessieren, Gesundheitsschrein benutzen. Na gut, aber ich bin ja voll. Machen wir mal noch nicht, heben wir uns mal auf, so ein Zeug. Da können wir noch mit jemandem reden. Reden Sie mit dem... Achso, das ist der Pockwächter. Ich möchte mein Motorrad haben. Dankeschön. Oh, sogar den Helm setzt er drauf. Besuchen Sie den Apotheker. Bla bla. Upgrade. Okay, wie gebe ich Gas? Hier. Ganz klassisch, also. Notbremse B. Ein Motorrad hat wohl eine Notbremse. Okay. Habe ich mal. Da ist irgend so ein blaues Männchen, wird wahrscheinlich ein Polizist sein oder so. Also in der Nähe von einem Polizisten keine Scheiße anrichten. Wir müssen links fahren. Ja, auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Geschwindigkeitsüberschreitungen gibt. Wir haben nochmal raus, wo muss ich eigentlich hin? Ich habe jetzt hier irgendwas. Neuer Fall verfügbar. Kann ich da so ein... Ah. Geil. Nein! Boah! Kannst du nicht fahren oder was? Ups. Ich muss ja noch ein bisschen dahinter kommen, aber steuert sich eigentlich alles recht simpel. Nur ist ein bisschen empfindlich, die Lenkung. Aber es ist eben eine Arcade-Steuerung. So, wir haben hier einen neuen Fall. Den machen wir doch gleich mal, würde ich sagen. Helm ab und los geht's. Ich finde die Animation auch schön, wie halt die Treppe hier so hochkraxelt. Das ist auch, wenn ich jetzt nochmal runtersteige. Ich finde das, richtig cool gemacht hier so. Ah, nicht schlecht, Respekt. What are you doing here? I'm sure you and Pendrew have a lot of top secret backdoor business to attend to. Look, I'm sorry about how I acted in there. You know, just playing the part. I'm already out there on the streets. I hear things like this ketamine racket. I'll see what I can dig up. How's that for an olive branch? You serious? Just like that? Look, I'll help where I can. What? I'm just a little shocked. I'm just used to Pendrew's people being more like him. I just think we'd be better off helping each other. Come on, what do you say? I could really use the help if you're willing to give it. Well, all right. Schicken Sie Ming eine SMS. Okay. Winston will, dass ich nach dir sehe. Alles cool. Senden. Wir treffen uns am Nudelstand auf dem Markt. Okay. Look at the overnights. Yeah, but that's not the guy. It's Wen Shen Chang, not Win Shen Chang. Yeah, Bookmark Chang. Wait, you know him? No, no, that's Gumby Chang. Gut, lassen wir den nochmal quatschen. Bookmark. Nee, hör, wo geht's los? Bookmark Chang, skinny guy. Da. Yeah, right. I don't know. All right, you got a file on him or not? All right, well, send it over. So, ja, wir sind ja ein Undercover-Kopf, wie der ein oder andere vielleicht schon weiß. So, meine lieben Treppen hier wieder. Dann auf meinem Moped und zum Nudelstand. Erstmal Ziel markieren. Da oben. So, mit Ming treffen. Okay, der Wendekreis ist auch für den Arsch. So, ich muss links fahren. Nicht vergessen. Da muss ich noch ein bisschen dahinter kommen, wie das so mit dem Motorrad geht. Aber sonst ist eigentlich alles ziemlich cool. Die Stadt sieht richtig fett aus. Hongkong war ich noch nie, jetzt aber schon. Und ja, kann man mit der Maschine schön ausfahren hier. Und jetzt geht es aber gleich scharf nach links, also aufpassen. Sag ich mal. Sorry. So, ich park mal hier, würde ich sagen. So.
Mit Ming treffen. Reden. Erstmal treffen, dann reden. Kann ich hier durch? Ja. Und da ist er doch. Der mit dem Mess auf uns losgehen wollte. How's your connect? You getting everything you need? No, man. I haven't been back to Popstar since I left Dog Eyes. I'm not sure how he's gonna take it. Want me to talk to him? Yeah. I'm just about out. So grab my next shipment and make sure everything is cool. Geh zu Popstars Stammplatz. Da hinten. Müssen wir nicht mit dem Mob battlen? Das schaffen wir auch gerade so noch zu Fuß. Also. Hier irgendwo. Oh. Da fällst du natürlich da doch mit meinem Moped hin. Sonst muss ich dann wieder so weit zurück das einsammeln. Das müsste ja hier irgendwo stehen. Darf ich mal, Jungs? So, ja. Das gute Ding gehört ja mir. Hi. So, da sind wir auch schon. Darf ich mal wieder hier so... Ups. Sorry. Ey, setz dein Helm ab. Ja, gut. Mit Helm wollte ich nicht gerade rumlaufen. Hey, meine Freunde. Alles fit? What would a nice-looking boy like you want with my boyfriend? Nadu? You pop star? Who's asking? Look, I work for Winston. Dirty Ming's operating in our territory. I want to make sure he's supplied. Sure, I'll fix him up. But... But what? I gotta get paid. In advance. I'll make it easy for you. A couple of deadbeat junkies owe me money. Guys used to deal for me before they became their own best customer. Collect what they owe me, and I'll hook your man up. Wer reist denn eigentlich schon Popstar? Oh Gott, finden Sie die Junkies? Ja, alles klar. Die sind doch hier um der... Ach, da hinten irgendwo. You should run. Gut. Ja, ja. Da rennen wir jetzt aber auch mal hin. Dann müssen wir sowieso hier wieder zurück. Ey, du Wichser. Komm mal her. Ich glaube, deine Mama ruft an. I'm the god of unpaid debts. Popstar prayed real hard this morning. Time for you fuckers to pay up. What the hell, boy? Holen Sie die Ware vom Popstar. Ah, okay, relativ fix, oder würde ich sagen. Das war ein schöner Job. Schön einfach. Keine Probleme. So habe ich es gerne. Who the fuck is this? He's okay. One of Winston's guys. Yeah? Guess son on you will take on anyone these days. Okay. Who's that? Feng Shen. Best shit in Hong Kong. You got my money? Got your money. Here's your package. Tell Ming to stick with girls over 14 this time. It's the cops. Stay cool. Hey, you two! Come over here! Stop! You're under arrest! Boah, fuck! Nein, Jungs. Scheiße. Scheiße. Jungs! Just give it up! Ich hab's nicht so gemeint. Just give it up. Don't make me chase you. Hallo. Fahr. Get down on the ground. Now. Weg hier, weg hier. Mit X irgendwas rammen, drücken Sie X um zu rammen. Okay. Oh. Wow. Okay. Cool. Erstmal weg hier. Können wir mal schön Hongkong begutachten. Fuck, Alter, voll der Bulle hinter mir. Rufen Sie Tank an. Ich
habe jetzt leider ein Fahrzeug gestohlen, aber da stand eh nur so doof rum. Inspector Tang? What have you found? I got enough to bust Popstar, but I also met a supplier, a guy named Fang Shen. Find out where he hangs out, and I'll see if I can get something on him. I'll get back to you. Okay. So, wir müssen ja rechts einsteigen hier, ne? Wir sind ja in Hongkong. Drogen zum Ming bringen. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein ganz schönes Stückchen fahren, meine Freunde. Boah! Das habe ich nicht gesehen. Sorry. Wer stellt denn auch sein Auto hin? Fuck. Darf ich mal wieder... Ah, wir sind ja gleich da, ja. Tut mir leid. So. Jetzt erstmal wieder zu Ming. Der ist aber... Na doch, schon noch hier, oder? Ich hoffe doch mal. Hey Ming! Du Saftarsch. Lass er doch. Mit Ming reden. Wo ist der jetzt? Hä? Was? Achso, okay. Na dann. Hier, hier bin ich wieder. Oh, hey, Lido, Ma. Got the stuff, right? Don't worry, I got your stuff right here. Now I can start making money again. Okay, verbinden, erledigt. Fall-Update. Kontakt mit 10 Personal gestellt, Popstars Hauptlieferant getroffen. Zack, Fall abgeschlossen. Neue Kopfpunkte. Das finde ich doch gut. So, dann müssen wir eigentlich nochmal schnell unser Moped finden, glaube ich. Oder wir nehmen einfach unser Auto hier, das gehört ja jetzt auch uns. Popstar aus Kontakt, operierenden Lok Fu Park, überwachen Sie ihn. Okay. Nehmen Sie einfach die Karre hier wieder. Ein Lok Fu Park. Wo ist der denn? Da hinten. Gut, dann machen wir das. Aber auch erst wieder in der nächsten Folge, meine lieben Freunde.